Immobilienfinanzierung als Auszubildender. So, meine Freunde, willkommen zurück auf diesem Kanal. Mein Name ist Long, ich bin Immobilienfotograf. Gegenüber von mir sitzt der gute Benedikt Griener von Haus und Objekt Griener GmbH. Er ist Immobilienmakler und Darlehensvermittler. Also er kennt sich mit dem Thema Immobilienfinanzierung sehr gut aus. Deswegen eine Frage, ja, vor allem für die ganzen jungen Investoren da draußen. Als Auszubildender hat man ja technisch gesehen ein laufendes Einkommen und in den meisten Fällen danach einen Arbeitsvertrag. Wie sieht es da aus mit Immobilienkrediten, Immobilienfinanzierungen als Auszubildender? Wir hatten es ja vorhin schon im Video bei Finanzierung für Studenten. Stimmt, ja. Da ist es so, es gibt immer eine Haushaltsrechnung. Ich schmeiße oben mein Einkommen rein, dann werden die pauschalen Fixkosten wie Lebenshaltungskosten, BKW etc. pp. Abgezogen und dann bleibt in der Regel bei Auszubildenden unterm Strich nichts mehr übrig, somit nicht finanzierbar. Wir brauchen natürlich auch einen festen Arbeitsvertrag, der kommt dann in der Regel in Folge von einer Ausbildung. Richtig. Da brauche ich auch wieder 3 Gehaltsnachweise mit den Summen, die im Arbeitsvertrag vereinbart sind. Die müssen fließen, dass man quasi schon mal ein geregeltes, höheres Einkommen nachweisen kann. Ja, sehr schwierig, aber nicht unmöglich. Warum? Man kann natürlich auch Co-Investments machen. Wie vorhin auch bei den Studenten, man nimmt Brüder oder allgemein Geschwister, Familienangehörige, sehr gute Freunde mit ins Boot, schmeißt 2 Gehälter oben rein in den Topf und bleibt in der Regel unten deutlich mehr hängen. Und so könnte man es eventuell darstellen. Aber Achtung, sucht euch da vertrauensvolle Partner, haltet alles schriftlich fest. Weil heute kann man sich ganz gut schmecken, aber was ist in 2, 3, 4, 10 Jahren, ja, muss man schon ein bisschen weiterdenken, versteht man sich dann immer noch so gut, Glaskugel haben wir alle nicht, aber dann ist zumindest was schriftlich fixiert und ja, das ist die beste Möglichkeit, auch als Auszubildender schon mal an Immobilienvolumen oder Vermögen zu kommen. Ja. Ich verstehe. Also sprich, das laufende Einkommen einem Azubi ist quasi irrelevant und ja, quasi der in den meisten Fällen feste Arbeitsvertrag, der zählt noch gar nicht, wird gar nicht beachtet. Wie gesagt, die 3 Gehaltsnachweise, um quasi beweisen zu können, dass das alles fortlaufend ist. Also die beste Option für euch, Co-Investment mit Geschwister, engen Bekannten, aber wichtig, notariell und vertraglich festgehalten. Genau. Das habe ich vorhin vergessen zu sagen, man da noch mit in den Topf reinschmeißen muss, ist, wenn ich mit dir gemeinsam Co-Investment abbilde, ja, dann gehört mir 50% Immobilie in der Regel und dir auch 50%, aber mir gehören auch 100% der Kreditschulden. Ja. Also im Beispiel, ich gehe jetzt pleite, ja, ich kann meinen Darlehensleistungen nicht mehr hinterherkommen, dann bist du quasi der Vollhafter, der für mich zu 100% einspringt. Ist in den meisten Darlehensverträgen so geregelt und ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Hinweis, dass man darauf auch aufbaut, was die Geschäftspartner angeht. Sind sie solvent, haben sie Eigenkapital und so weiter und so fort, sollte man definitiv ein Auge drauf werfen. Sehr interessant, ja. Da seht ihr schon, Benedikt Griener ist ein super Experte, was das angeht. Ihr könnt ihn gerne kontaktieren. Ich habe alle Kontaktdaten in der Beschreibung verlinkt. Und auch Instagram-DM antwortete super schnell. Und danke für deine Tipps. Gerne. Falls dir das Video geholfen hat, vergiss nicht, dem wieder einen Daumen nach oben zu geben, diesen Kanal zu abonnieren und bis zum nächsten Mal.